Willkommen zu einem weiteren Video in unserem Kurs. In diesem Video wollen wir an unserer Word-Vorlage zu meinem Lebenslauf weiterarbeiten. Da bin ich ja noch nicht sehr weit gekommen. Ja, und darüber hinaus erfahren Sie, was der Online-Europass ist und wofür dieser gut ist. Ich habe ja schon einige Jobs gefunden, die mich interessieren. Die Word-Vorlage habe ich jetzt letztes Mal schon heruntergeladen. Nun will ich sie nutzen und verändern. In einem der letzten Videos haben Sie gelernt, wie Sie einen Lebenslauf beim AMS suchen und finden können, wie Sie prüfen, ob der Download von einer Internetseite sicher ist und wie Sie ein Dokument herunterladen und abspeichern können. Als nächstes können Sie die Vorlage verwenden und auf Ihren Lebenslauf für Sie passend adaptieren. Starten Sie damit, dass Sie ein Foto von sich machen und es in die Lebenslaufvorlage in Word einfügen. Das ist ein klarer Lebenslauf auf einer Seite. In diesen können wir jetzt ein Foto einfügen. Hast du schon eines auf deinem Computer? Glaube ich eigentlich nicht. Na, dann machen wir jetzt eines und übertragen es dann auf deinen Computer. Normalerweise würde ich das bei einem Fotografen oder bei einer Fotografin machen. Aber jetzt geht es auch mit einer guten Handykamera oder der Webcam. Es gibt in den Lernmaterialien dieses Moduls noch Tutorials, auf welche verschiedene Arten Sie Fotos vom Handy oder anderen Geräten auf dem PC übertragen können. Im Beispiel wird die Methode per E-Mail gezeigt. Sie können aber auch über eine direkte Kabelverbindung zwischen Handy und Computer das Bild übertragen oder Cloud-Services wie Google Drive und OneDrive dafür verwenden. Dreh dich mal zu mir. Ich mache ein Foto von dir. Ja, okay. Das kann sich ja sehen lassen. Gmail haben wir am PC ja schon verwendet. Geht das am Handy auch? Dann könntest du mir das Bild ja auch schicken. Ja, genau. Auf dem Handy geht das genauso. Wenn du eine E-Mail-App am Handy hast, kannst du die zum Senden verwenden, zum Teilen. Also zum Beispiel Outlook, Samsung E-Mail oder eben Gmail. Also wenn ich ein Foto mit jemandem auf WhatsApp oder Signal teile, so geht das per E-Mail auch. Verstehe. Ich will dieses Foto jetzt in meinem Lebenslauf haben. Ich klicke auf Teilen, dann wähle ich Gmail und sende es an mich selbst mit dem Betreff Foto. Dann öffne ich die E-Mail von mir selber am PC. Ich wusste vorher gar nicht, dass ich das auch machen kann. Aber wie im echten Leben, ich kann mir ja auch selbst Post schicken, wenn ich will. Wie kann ich das jetzt runterladen? Also, du klickst das Foto an und dann hier auf Herunterladen. Wenn sich hier unten dann diese Leiste öffnet, hast du es heruntergeladen. Dann kannst du es anklicken und anschauen. Jetzt ist es auf deinem PC. Aber wo ist das jetzt gespeichert? Du kannst nun auf diesen kleinen Pfeil nach oben klicken und dann auf In Ordner anzeigen. Es öffnet den Ordner, in dem das Foto liegt, also abgespeichert ist. Du siehst, es ist der Ordner Download, in dem auch die Word-Vorlage abgespeichert ist. Sehr gut. Und jetzt fügen wir das Foto in den Lebenslauf ein und ändern noch meine Daten. Genau. Dazu gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Die eine ist diese. Du klickst in der Symbolleiste auf Einfügen und dieses Gerät. Dann öffnet sich der Windows Explorer. Hier oben im Schnellzugriff werden Ordner angezeigt, die oft benutzt werden. Du kannst aber auch auf Dieser PC und dann den Ordner Downloads, den hier mit dem Pfeil nach unten anklicken. Da liegt dann das Foto. Du klickst es an und klickst dann auf Einfügen. Es wird dann an der Stelle eingefügt, an der wir zuvor die Maus hatten. Also genau hier in diesem Kästchen. Okay, das ist nicht so schwer. Die zweite Möglichkeit zum Einfügen ist noch leichter. Du öffnest den Explorer, gehst in den Ordner Downloads und klickst rechts auf das Foto. Im Menü klickst du auf Kopieren. Dann gehst du auf das Word-Dokument zurück. Klick auf die Stelle, wo du es haben möchtest, mit der rechten Maustaste. Und klick Einfügen. Und schon ist es da. Ja, aber ein bisschen groß ist es. Findest du nicht auch? Ja, aber wir können die Größe einstellen, indem du das Foto anklickst, dann auf Bildformat im Menü klickst und die Größe änderst. Bei der Höhe geben wir ein 5 cm und klicken Enter und schon ist es kleiner. Jetzt könntest du das Foto auch noch verschieben, falls du das willst. Laut Gleichbehandlungsgesetz ist niemand dazu verpflichtet, ein Bewerbungsfoto von sich beizufügen.
Wenn Sie ein Bewerbungsfoto von sich beifügen wollen, achten Sie darauf, dass es professionell gemacht und im richtigen Format ist. Verwenden Sie keine Urlaubsfotos, unscharfe Bilder oder Fotos, auf denen andere Personen zu sehen sind. Jetzt wollen wir Sie nicht länger mit der Bildbearbeitung aufhalten. Es gibt in den Lernressourcen dieses Moduls noch Materialien, die sich damit beschäftigen. Jetzt ändern wir noch die Daten, sodass sie für Sie passen. Mit Word kenne ich mich jetzt schon ein bisschen aus. Aber es ist schon ziemlich kompliziert, finde ich. Keine Sorge. In den Lernunterlagen von diesem Modul findest du noch ein paar hilfreiche Tipps und Tricks zur Verwendung von Word. Na gut, es gibt auch eine andere Möglichkeit, wie du zu deinem Lebenslauf kommst. Wir können das auch im Internet machen und dann herunterladen. Hast du schon mal was von Europass gehört? Europass ist eine Initiative der EU, die hilft, Stärken und Fähigkeiten zu vergleichen und darzustellen. Europass ist ein sogenanntes Online-Portal. Ein Online-Portal ist eine Webseite, bei der verschiedene Dinge von registrierten Benutzerinnen gemacht werden können. Auf Europass kann man ein eigenes Profil mit Lebenslauf erstellen, sowie nach Jobs in ganz Europa suchen. Dieser Europass klingt ganz interessant. Die Seite schaut auch schön aus. Aber bevor ich meine Daten angebe, überprüfe ich, ob die Seite auch sicher ist. Das Schlosssymbol ist da. Es steht Verbindung sicher. Ich weiß auch, dass alle Seiten der Europäischen Union auf .eu enden und dass dies die echte Europass-Seite ist. Ja, so ist es. Und nun erstellen wir dein Profil in Europass. Ich klicke also auf Erstelle dein kostenloses Europass-Profil. Ich muss mich registrieren, damit ich alle Funktionen nutzen kann. Gut, dass ich schon eine E-Mail-Adresse erstellt habe, die kann ich jetzt gleich nutzen. Ich muss jetzt noch in meinem E-Mail-Postfach nachsehen und die Registrierung bestätigen. Dann kann ich meinen Lebenslauf erstellen. Okay, bestätigt. Auf der ersten Seite gebe ich meine persönlichen Daten an. Auf der zweiten Seite gebe ich meine Berufserfahrung an. Ich klicke auf Weiter und gebe meine berufliche Ausbildung an. Bei den persönlichen Kompetenzen kann ich auch schon erste digitale Kompetenzen angeben, zum Beispiel Google Docs. Dann klicke ich auf Erstellen und habe mein Profil. Sieht gut aus. Du kannst nun hier im Profilüberblick noch dein Profil ändern, wenn du auf Vollständiges Profil ansehen klickst. Du könntest hier auch ein Bewerbungsschreiben erstellen. Nein, ich möchte lieber ein fertiges Dokument erstellen und herunterladen. So kann ich nun, je nach Job, das ganze Profil oder bestimmte Teile davon auswählen. Ich wähle das gesamte Profil aus und klicke auf Weiter und dann bei Bearbeiten auf Nein. Jetzt bekomme ich drei Vorlagen vorgeschlagen. Davon wähle ich das aus, das mir am besten gefällt. Das rechts oben finde ich eigentlich ganz passend. Ich klicke es an und klicke Weiter. Jetzt gebe ich dem Dokument einen Namen. Es heißt Lebenslauf MOOC. Wähle als Format PDF aus und lade es herunter. Jetzt hat sich diese Download-Leiste wieder geöffnet. Ich gehe in den Download-Ordner und sehe, die Datei liegt da. Aber was ist eine PDF-Datei eigentlich? Und wie kann ich sie öffnen? Ja, das kannst du auch gleich selber nachschauen. Ich zeige dir dazu eine weitere Suchmaschine. Sie heißt LMGTFY. Diese Abkürzung steht für Let me Google that for you. Also, lass mich das für dich googeln. In diesem Video haben Sie gelernt, wie man mit Word arbeitet, wie man Vorlagen nutzt und Fotos einfügt. Sie haben gelernt, wie man Online-Portale wie Europass nutzt, einen Account und damit digitale Online-Inhalte erstellt. Ich drücke dir die Daumen, dass du bei deiner Jobsuche Erfolg hast. Danke, ich lasse dich wissen, was sich dabei tut. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder.